Hallihallo und herzlich willkommen zu einer Runde Let's Play H1Z1 King of the Kill. Und wie ihr seht, alleine. Ich hab vergessen, die scheiß Schuhe auszuziehen, Mist. Und wenn ihr Bock habt und auch H1Z1 King of the Kill habt, könnt ihr euch ja mal bei mir melden. Ich spiele gerne gegen oder mit euch. Eher mit euch, weil gegen euch ist schwieriger. Können wir mal privat spielen oder auch zusammen aufnehmen, mir ist es Wurst, also ich spiele lieber, beziehungsweise nehme lieber auf, sondern spiele zu zweit, weil ich halt ein totaler Aim-Noob bin und so eine Sache. Und ja. Mal gucken, wie wir uns hier anstellen. Ist erstmal nichts, wo man rein kann. Das ist problematisch. Viele andere werden jetzt schon Waffen und sowas haben. Und jetzt schnell, weil ich das ja vorher vergessen habe, Schuhe ausziehen. So, gut. Gut, jetzt habe ich auch meine erste Waffe hier. Das ist gerade erstmal. So, Helm haben wir. Axt bringt mir sowieso nichts. Oh, geil. Erstmal eine taktische Weste. So. Das ist richtig nice. Hierher kamen wir, ne? Ja. Okay. Hier haben wir nochmal eine Granate. Glück vielleicht irgendeinen killen, hier waren wir schon drin. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück und weiter. Und hoffen, dass uns keiner killt. Oh, geil, eine Shotgun. Langsam. Nice. Wenn ich jetzt sterbe, ist das richtig bitte. Richtig nice. Achso, zwei übereinander gingen ja nicht. Okay, dann zurück zu den Waffen, die da eben waren. Und wir machen das mal so. Und gehen jetzt mit Shotgun. Wartet denn jetzt gerade die Waffen? Kacke, das ist so nah. Weg. Gut. Ja, komm, schneller, schneller, schneller. Ja, sauber. Das ist verpiss dich bloß.
Bitte bekomm nicht mit, dass ich hier bin. Bitte bekomm nicht mit, dass ich hier bin. Bitte sei weg. Bitte sei hier jetzt nicht irgendwo, bitte sei hier. Oh, hier ist irgendwas Auto. Ich glaube, er hat sich jetzt das Auto von dem Typen geschnappt. Oh, meine Fresse, wie Schiss. Oh, geil, noch eine Weste. Also in dieser Aufnahme hier läuft es gerade richtig. Oh. Hier war irgendwo. Angst. Ich hoffe jetzt mal, der Typ ist einfach weg irgendwo, keine Ahnung. Mir scheißegal, Hauptsache weg. Mit seinem dreckigen Auto. Erstmal nochmal, weil ich jetzt überhaupt keinen Überblick über mein Inventar habe, gucken, was ich hier so alles habe. Nice. Das ist in Erscheinung, wie kriege ich das raus? Oh, schade, ich dachte, ich kann ihm das noch irgendwie verändern. Auf jeden Fall hier Platz schaffen, indem wir es zerreißen. Oh, fuck. Noch irgendwas. Ne, das war's soweit. Wir müssen nordöstlich, also sagen wir mal F5. Hier war eine. Nein, durch die Stadt. Ich will nicht durch die Stadt. Warte mal. Ich lauf sonst einfach nur östlich. Östlich, bis ich östlich aus der Stadt raus bin. Ich hoffe, hier erwischen mich jetzt keine. Und sobald ich östlich aus der Stadt raus bin, nach Norden. Ich hab so einen Schiss hier. Das ist von den Gegenständen, die ich hier habe, die perfekte Runde. Und deswegen habe ich jetzt keinen Bock, hier irgendwo gekillt zu werden. Verpiss dich, hier ist irgendwo ein Auto. Oder wir gehen einfach noch weiter östlich, dann sind wir da auch sicher. Fuck. Hier wird irgendwo geschossen. Ich habe keine Ahnung wo. Die Schüsse gehen gerade nicht auf mich. Ist hier eben gerade irgendwo ein Auto gestartet? Oh, fuck, ey, ich hab so einen Schiss. Das ist schlimmer als in einem Horrorspiel. Hier ist irgendwo was. Oh, das ist nur der Wind. Oh, fuck. Ich hoffe mal, das ist mit Audio und Video alles so. Okay, nachher. Bin mal gespannt, ob ihr das denn genauso hört, wie ich das höre. Jetzt sind wir im Wald. Warte mal. Das heißt, wir dürften gleich in
E6 oder F5? Was ist das? Ich hab grad keine Ahnung. Ich hab einfach nur Schiss. Sein. Auf jeden Fall können wir jetzt auch langsam nordöstlich laufen, weil hier sind wir am Wald, wo wir relativ geschützt sind. Warte, ich guck einfach nochmal schnell. Ich hoffe, ich werde nicht gekillt. Oh. Hier ist irgendwo was. Hier ist hundertprozentig irgendwo was. Hier muss irgendwo... Ach, bin ich blöd. Wir sind eigentlich schon aus der Stadt raus, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob alles okay ist. Und da vorne ist, meine ich, auch die Stadt. Ah ja, die Straße. Ich glaube, ich habe gerade Stadt gesagt, ne? Oh, fuck. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig hier für euch gerade. Ihr denkt euch wahrscheinlich, hä, was hört der Typ die ganze Zeit? Aber ich bin gerade richtig paranoid in dem Spiel hier. Ich bin nur in der Safe Zone, so. Irgendwo hat einer geschossen. Aber hundertprozentig. Es war weit weg, aber trotzdem hat irgendwo einer geschossen. Ich glaube, die schießen gegenseitig auf sich. Ich war einfach, keiner von denen hat mich gesehen. Ein gutes. Das Problem ist, dass ich mich jetzt nicht vernünftig zum Gucken bewegen kann. Ich werde mich erst bewegen, wenn ich sehe, wo sich die Karte verschoben hat. Komm bitte in meine Richtung, bitte lass mich nicht nur laufen. Och man. Warte mal, wir müssen zu H5 nordöstlich. Och man, von da kam aber gerade die Schüsse, muss das sein? Muss das jetzt wirklich nötig sein? Egal. Wir hoffen einfach mal aufs Beste, dass wir nicht gekillt werden und hier irgendwie unbeschadet hinkommen. Vielleicht ist der andere ja mit dem Auto schon weiter, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir schon mal in den Top 25. Was gehört. Dachte, ich hätte was gehört. Ach du Scheiße. Ihr merkt schon, wie paranoid man bei dem Scheißspiel wird. Alter. Ich bin so paranoid. Und was ich auch besser finde, wenn man zu zweit ist, kann man die Leute besser unterhalten, weil so ist es vielleicht, ich weiß es nicht, ein bisschen langweilig für die Leute, die hier zuschauen. Das wäre zu zweit oder mit mehr Leuten besser. Das sieht man ja zum Beispiel bei der Pete's Meet, wo ich das immer gucke. Wenn da einer zum Beispiel tot ist oder sowas. Oder auch so machen die irgendwelche... Okay, das war nur mein eigenes Laufen. Nichts anderes noch. Machen die noch irgendwelche Witze oder sowas. Der erste schon an Gas gestorben hier und ich bin noch lange nicht da. Ach du Kacke. Ich muss jetzt einfach mal ohne Waffe laufen, damit ich schneller bin. Aber trotzdem, dass es euch gefällt. Ich labe ja heute nicht so viel und wenn nur so was, dass ich heute so wenig labe und so was. Aber mal sehen, wie das so wird. Ich hoffe, diese Aufnahme ist auch gut so, weil die Aufnahmen, die ich davor gemacht habe, haben irgendwie nicht so hingehauen mit dem Audio und Video und sowas.
Oh, nur noch ein bisschen laufen. Komm schon, nur noch ein halbes Kästchen muss ich schaffen. Bitte lass mich das schaffen. Oh, noch 10 Sekunden, bis das Gas weiter eintritt. 5 Sekunden. Komm, wenigstens muss nur einer sterben, damit wir in den Top 20 sind. Oh, Kacke, nein, 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 nein. Meine Maus. Ah, Kacke. Auf jeden Fall, wie ich schon am Anfang gesagt habe, würde ich mich freuen, wenn sich jemand meldet, der auch mal zusammen zocken will. Ist einfach ein mega geniales Spiel. Ich bin schon wieder jetzt paranoid. Ich kann wahrscheinlich irgendwas in den Titel mit Paranoia pur oder sowas machen. H5, ist es nicht safe? Ja, das ist safe, sauber, und gerade ist einer an Gas gestorben. Nice. Irgendwas, wo man sich hier gut verstecken kann. Da wäre sogar ein Stein da vorne am besten gewesen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da wird jetzt wahrscheinlich gleich einer sein. Scheint nicht so. Ah, vielleicht ist da einer drin. Okay, nehmen wir noch den Blattrucksack mit. Ein Ding. Ich doch gerne. Okay, das ist nicht so gut. Müssen wir gleich weiter? Oh, ich hab übelst Schiss. Wir müssen im Bestfall... Ich weiß nicht, ist es jetzt am besten einfach nach Norden zu laufen, oder... Wir sind auch eben sehr viel Osten... Ach, Norden, ich lauf Norden. Erstmal hier rauskriechen. Weiter, 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 weiter. Wir sind schon unter den Top 16. Wir hätten jetzt einfach da warten können, wären im Gas gestorben. Das wäre, glaube ich, sicherer, als jetzt hier in einer freien Laufbahn rumzulaufen. Was ist das eigentlich, wo wir hin müssen? Wir müssen H4. Hier war doch irgendwas. Ich laufe unten im Fluss lang. H4 im Norden. Ist doch irgendwo was, oder ist das schon wieder nur der Wind? Ich hab keine Ahnung. Ich werd übelst paranoid durch dieses blöde Spiel. Oh, ein sauber 15. Wir sind in den Top 15 schon mal. Das ist nice. Und das ohne einen Killer. So, oh, 14. Das war sogar der, der eben den anderen gekillt hat, ne? Nee, ich guck hier nicht. Am Ende killt mich da noch eine. Und ich muss sowieso weiter. Ich hab nur Schiss, gleich im Gas lande. Ich glaube, die Angst ist nicht ganz unbegründet. Ja, natürlich, bitte. Die ganze Zeit nur am Laufen, man sieht kaum was von Schüssen oder so. Ich bin übelst paranoid und am Ende sterbe ich durchs Gas. Das wäre natürlich der Optimalfall von dieser Runde. Und wie ich jetzt schon 10.000 Mal gesagt habe, 12. Sauber. Johnny SB ist tot. Wo ist der?
Wo ist der? Wo ist der? Schade. Jetzt war ich zu aufgeregt. Oh, die ganze Zeit übelst paranoid. Und dann kommt da einer mit seinem scheiß Auto. Und wir haben 99% für die Credits. Erst danach kriegen wir wieder ein. Level 14 sind wir bald. Noch 1,5 Level also. Dann... Jetzt habe ich gerade rausgeguckt aus dem Fenster. Noch 1,5 Level, dann kriegen wir wieder so eine Gratis-Kiste, wo ich ja bis jetzt diese rote Jacke und die rote Hose, die ich eben dann hatte. Und ich hätte eben den First Person schalten müssen. Das war übelst dämlich, warum ich das nicht gemacht habe. Auf jeden Fall würde es mich freuen, wenn es euch gefallen hat, wie immer. Würde mich über konstruktive Kritik freuen. Würde mich darüber freuen, wenn ihr mal mit mir zocken wollen würdet. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch wunderschöne Tage.